Finsternis, kalt und schwarz. Schon lange streife ich durch dieses Land, auf der Suche nach der Ursache dieser seltsamen Ereignisse, die seit kurzem hier passieren. Bewohnersterben durch Unfälle oder Krankheit. Mehr als es gewöhnlich wäre. Und überall tauchen diese merkwürdigen Felsen auf. Keiner weiß, was es damit auf sich hat, aber es verändert auch ihre Welt. Nur von einem bin ich überzeugt. Diese Felsen führen mich zu der Ursache alles Übels. Und ich werde es finden. Der Berg. Der scheint ein Eingang zu sein. Der ist aber neu. Der war früher noch nicht da. Und die Felsen scheinen mich auch da reinführen zu wollen. Na dann, auf geht's. Wow, hier drin sieht es ganz anders aus als draußen. Aber nicht sonderlich wohnlich. Ich muss nachsehen, wohin der Weg mich führt. Und so durchlief ich die zahlreichen Räume und Flure in diesem Berg. Von einem in den anderen. Unendlich lang. Es war wie ein Labyrinth. Ohne Ausweg. Ohne Ziel. Doch dann. Das ist anders. Dahinter ist bestimmt mein Ziel. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Frage ist, wer du bist. Bist du schuld an all dem Übel, was draußen herrscht? Das musst du tun. Zerquetsche dich einfach mit meiner Magie. Und ich zerquetsche dich mit meinen Moves, du Hexe. Das war's wohl. Hoffentlich. Mal sehen, ob draußen wieder alles in Ordnung ist. Und so verließen wir den Berg. Den Berg. Die Felsen waren verschwunden. Als wären sie nie da gewesen. Ich wusste nicht, wie die weitermachen sollte. Die Welt war wieder in ihrem normalen Zustand. Aber ich konnte, wollte nicht mehr in mein altes Leben zurück. Also zog ich weiter, auf der Suche nach neuen